Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Diesmal nehme ich ein Horrorspiel in Angriff, und zwar Dreadout. Und wie kann man ein Horrorspiel noch besser machen? Natürlich spielt man das nachts im Dunkeln, bei ca. 23 Uhr noch etwas. Nicht Geisterstunde, weil ich Geisterstunde nicht mag. Was könnte ich jetzt noch dazu machen? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht könnte ich gruselige Bilder einfügen, oder das hier. Oh, Facecam. Gruselig. Alles klar. Starten wir ein neues Spiel. Ich habe keine Ahnung, was es hier geht. Ich weiß, dass es ein Horror-Game ist und wir haben drei Akte. Zwei mit Akt 0. Naja. Name für Speicherstand eingeben. Na gut. Hallo. Hallo. Natürlich. Okay. Ich bin ja schon mal gespannt, was mich da erwartet. Wenn du die Spielreflexe in der Hand hast, kannst du mit F oder B eine Umgebung fotografieren. F oder B, F, B, F, B. Alles klar. Alter, dein Handy klingelt. Sieht ja schon mal vielversprechend aus. Wir wachen auf, Highschool-Mädchen oder Schulmädchen in einem verlassenen Haus, Raum. Das sieht ja einigermaßen gut aus. Okay, was kann ich machen? Ich kann mich umsehen, ich kann laufen, ich kann ziemlich langsam laufen. Sonst kann ich nichts machen. Habe ich ein Inventar? Wichtige Gegenstände? Hey. Dateien. Ah, das ist so eine Art Logbuch. Dinas Tagebuch. Grundstücke. Yeah. Okay, Galerie ist leer. System. System ist System. Alles klar, zurück zum Spiel. Gut, wir haben also so eine eklige von hinten Kamera. Nette Rundungen. Gut, mein Handy klingelt. Ah, da ist mein Handy. Oh, mir wird sogar angezeigt, was ich drücken muss. Gut. Bist du das, Ira? Thank God, Linda. What took you so long to pick up? Where are you? Are you alright? We're all dying waiting for you to get here. Thank God, Linda. What took pick up? Where are you, alright? We're all dying waiting for you. We're all dying. Okay. Ich nehme das jetzt mal so hin. Das ist doch gar nichts. Gut, ich habe jetzt meine Kamera und eine Taschenlampe. Yay, es wird immer besser. Puh. Gefunden. Iris Phone. Ein verlässliches Smartphone mit ungeschlagener Akkulaufzeit. Yay. So, was kann ich jetzt machen? Ich kann F oder B drücken. Ah ja. Ich kann bis jetzt nur F drücken. Okay. Haben wir diese Funktion auch mal sichergestellt? Mal gucken, was haben wir hier. Ah ja. Das ist interessant. Das Licht der Kamera scheint sich durch unsere Protagonistin hindurch zu bewegen, um auf den Hintergrund zu zielen. Alles klar. Und hier haben wir nix. So. Ist das ein Wasserspender? Und ein Reiskocher. Faszinierend. Na gut, wir haben hier eine Matratze. Kann ich mich in Pause werfen? Nein, natürlich nicht. Dein Feldbett? Naja. Kann ich sonst noch irgendwas mit dem... Ah, sehr interessant. Ich kann also, wenn ich... wenn ich die Maustaste drücke... Naja. Das ist doch schon interessant. Ich kann Fotos schießen. Oh Gott, ich muss diesen Ort in Erinnerung halten. Ehrlich gesagt will ich da nicht raus. Aber... Das nehme ich mal mit. Gut. Okay. Gut, wir öffnen die Türen. Auch mit E, alles klar. Hallo? Nice. Ich sollte dir nicht den Rücken zudrehen. Das ist beängstigend. Das sieht aus wie eine Schulkameradin, aber... Oh Gott.
Gut, das bedeutet, dass sie mentale Probleme hat. Also mentale Schmerzen. Warum ist jetzt alles dunkel? Oh je. Warum spiele ich das? Gut. Gut, da ist nix. Warum musst du in dunkle Gassen laufen? Warum blendet mich das Licht so? Ich stelle viel zu viele Fragen. Ich sollte weniger reden. Nee. Aha, Graffiti. Oh Gott, ich mag das nicht. Lauschen wir erstmal. Das gefällt mir nicht. Ich mach mal ein Bild davon. Ich wollte ein Bild davon machen. Danke. Gut, gehen wir da lang. Ein Spielplatz. Nix. Ich habe das Gefühl, das ist so ein ähnliches Spiel wie... Mir fällt der Name nicht ein, wo man mit der Geisterkamera rumgelaufen ist. Oh Gott. Warum läufst du so langsam? Das macht die Sache nicht besser. Gut, fotografieren wir hier. Okay, nix. Absolut gar nichts. Nase juckt. Hallo? Oh Gott. Oh Gott, ich muss ab und zu auf die Uhr gucken. Komisch, dass hier absolut nichts los ist. Okay, was steht da? BS Kellapa? Jeruk? Ich spreche kein Kyrillisch. Oh Gott. Oh Gott. Ah! Ist das ein Baum? Nein, das sind komische Tentakel. Natürlich muss ich da durchlaufen. Das geht nicht. Hey, was steht denn da? Curryjokes. Muss ich mich jetzt umdrehen? Okay, da ist nichts. Vielleicht komme ich ja da rein. Nee. Aber da muss es doch irgendwas geben. Dann muss ich da durchkommen. Hallo. Oh Gott. Puh. Wenn ein Spiel so anfängt, dann kann es nichts Gutes bedeuten, aber ich habe gehört, dass sich manche Leute daran erfreuen, wenn andere Angst haben, deswegen absolut gar nichts. Gucken wir nochmal in meine Datei, in meine Kamera rein. Ich habe schon so viele Bilder geschossen, yay! Seht ihr das? Da war ich an dem Zaun und hatte Angst. Und da war ich vor dem Haus und hatte Angst. Zur Galerie zurückkehren. Zurück. Okay. Ich mache das schon weiter. Ich wollte nur die Zeit ein bisschen strecken. Irgendwas muss ich noch machen. Nö. Oh. Hier sind Bananenpalmen. Wo bin ich hier? Naja, bis jetzt ist dieses Spiel noch nicht viel zu bieten. Außer ein paar Bäume. Und einen Weg, durch den ich nicht durch kann. Kann ich hier schaukeln? Nein, ich kann nicht schaukeln. Ich kann nicht mal durch die Schaukeln laufen, okay? Gut. Kurz kratzen. Oh yeah. Dann gehe ich halt wieder zurück, wenn da nichts war. Jetzt sollte ich mehr Fotos machen. Ich könnte ihren Bildschirm auch mal wieder waschen. Sieht ja mal dreckig aus für die Nacht. Was haben wir hier? Lankalabamel. Okay. Gut.
Hallo? Hallo? Geht's hier vielleicht weiter? Entweder bin ich zu dumm, um weiterzukommen, oder ich weiß es auch nicht. Ja, absolut gar nichts. Sie läuft noch langsamer, wenn ich die Kamera draußen habe. Das ist interessant. Huh. Ich kann es einfach nicht lassen, in die Ecken zu gucken. Ah. Vielleicht habe ich was im Haus vergessen. Kann das sein? Vielleicht war da ein Schlüssel oder so, oder eine Heckenschere. Irgendwas halt. Nee. Da sind auch solche Haare. Ja, mal ein Foto machen. Denn man sagt ja immer, Foto oder es ist nicht passiert. Wäsche. Aha. Kann ich mich irgendwie ducken oder so? Oder... Hm. Liegt hier jemand? Nee. Ja, ich fotografiere das nochmal. Man weiß ja nie. Gibt es hier vielleicht irgendwas drin? Na, ich kann nichts drücken. Okay, ich muss also irgendwie durch dieses komische Gestrüpp. Ich habe aber keine Ahnung wie. Und unser Protagonist läuft auch nicht schneller. Ich kann das Licht ausmachen. Nein, das mache ich lieber nicht. Oder soll ich mal mit Licht aus rumlaufen? Okay, laufen wir ohne Licht rum. Nein, danke. Das ist gruselig. Dann habe ich lieber diesen Lichtscheineffekt. Aber hier gab es eine Reaktion. Was hat das zu bedeuten? Nochmal ein Foto machen. Okay, laufen wir mal hier mit Kamera durch. Hey. Gott, ich spiele schon 12 Minuten, habe keinen Fortschritt gemacht, das ist unglaublich. Habe ich schon mal gesagt, dass mir dieses Tropfgeräusch von gerade eben nicht gefällt? Also wenn ich es noch nicht gesagt habe, habe ich es jetzt gesagt. Da muss doch was sein, oder? Nein, da sagst du gar nichts. Warum komme ich da eigentlich nicht durch? Aha. Nö. Ist da hinten irgendwas? Seht ihr da irgendwas? Warte, ich habe diese Aura um mich herum. Das heißt, irgendwo ist ein Geist in der Nähe. Okay. Das ist interessant. Ich kann mir die Leute schon vor ihrem Bildschirm vorstellen. Gott, da ist eine Wand, durch die kann man durchlaufen. Guck durch deine verdammte Kamera. Abbas Dilaran Masuk. Vorsicht, da drin tut einer masturbieren. Nein. Der Fledermäuse. Nee, Käfer. Geh weg, du Käfer. Ich kann den Schrank nicht öffnen. Hm. Ja, absolut gar nichts. Doch, dieser Käfer. Der wird jetzt überall hin verfolgt. Danke. Vielleicht kann ich jetzt da drin irgendwas machen, bevor ich es wieder verpasse. Ah, ich muss also meine Gegner fotografieren. Das ist mal interessant. Oh Gott, ich kann da hier hinten laufen. Was ist hier hinten? Bitte sei nur eine Wand. Nur eine Wand. Okay, hier ist nur eine Wand. Ich würde mich jetzt gerne hier verstecken und nie wieder rauskommen. Einsam und allein sterben. Das wäre schön.
Was macht der Schuck hier? Erstmal fotografieren. Erstmal twittern. Und auf Facebook posten. Den Schrank auch. Das ist ein geiler Schrank, wenn ich den in meiner Wohnung hätte. Aber ich kann nichts mit dem Schrank anfangen. Was kann ich denn mit B machen? Nix kann ich mit B machen. Kann ich vielleicht hier was mit B machen? Nein, kann ich auch nicht. Okay. Gut. Ja, da drin hat irgendjemand unsittliche Dinge getan. Nehme ich mal stark an. Ich habe gedacht, ich hätte Schritte gehört. Tut mir leid. Gut, dann gehe ich mal da rein. Alles klar. Gut. Oh Gott! Das ist nur eine Toilette. Erstmal ein Foto machen. Schön. Gut. Was hat es damit auf sich? Das leuchtet immer so im Dunkeln. Oh, Mädchen. Bist du meine Schulkameradin oder so? Ich glaube ja. Ich geh ja, ich muss ihr folgen. Ah, die ist wieder weitergelaufen. Was ist das? Foto machen. Mädchen, lauf doch nicht immer weg. Bleib doch einfach da. Ich gehe. Ich kann da nicht rein. Oh Gott. Das ist ein Teddybär, der aufgehängt wurde. Und jetzt? Keine Ahnung. Nur ein Teddybär. Oh Gott, Mädchen! Komm her! Oh, sie geht nicht weg! Mal Foto machen. Follow me, Linda. Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt. Natürlich, sie kann rennen. Mich erst noch da hinten locken und dann wegrennen. Das ist ja typisch. Ist jetzt nach oben gerannt oder? Linda, sag etwas. Waren das gerade auch? Sind das da auch? Einmal ein Foto machen. Ich gehe nach oben. Mario? Oh Gott, was ist das? Das ist ein Hund. Nee, ist eine Katze. Katze oder Hund? Hund oder Katze? Katze. Hallo Kätzchen. Kätzchen, bleib weg. Einfach ein Foto machen. Hallo Kätzchen. Kätzchen. Guck, jetzt kannst du rein. Kätzchen. Geh mir zusammen rein. Wer wohnt hier? Oh, Joe Rocky. Und Pantura. Die besten Bands der Welt. Zack. Nice. Hier ist absolut gar nichts. Also das ist ein Computer. Ah, das ist ein Computer. Wer hat hier gewohnt? Das ist aber mal gruselig. Nehmen wir die Katze. Katze? Hallo Katze. Katze? Katze? Folgst du mir, Katze? Ich glaube, die Katze folgt mir. Verdammt, die Katze folgt mir. Geiler Scheiß. Okay. Ich vermisse die gruselige Musik. So
Ein bisschen. Mhm. Irgendwas passiert. Ja, was ist das? Foto machen. Noch eine Toilette. Ich werde noch Toilettensammler hier. Okay, die Katze folgt mir nicht. Aber komische Stimmen kommen näher. Das gefällt mir gar nicht. Da kann ich überall nicht rein. Warum kann ich da nicht rein? Wahrscheinlich, weil keine Türklinken dran sind. Oh, ich muss bestimmt in die Tür da offen. Lass mal gucken, was da drin ist. Hey, das ist meine Freundin. Ja, mal ein Foto machen. Yeah. Das stelle ich auf Facebook. Dafür, dass du mich immer gehänselt hast. Was machst du eigentlich hier? Oh Gott. Okay. Okay. Hallo? Okay. Achso, sollte das so sein? Ich habe ziemlich gute Rundungen für ein Mädchen. Ein roter Rahmen, den Bildschirm zeigt an, dass er ein übernatürliches Wesen in der Nähe ist. Ah, okay. Und was sagt mir, dass das ein übernatürliches Wesen in der Nähe ist? Danke, dass du mit deinem Kauf Indie-Spiele unterstützt. Yay. Ah, das war also die Demo, oder? Ich denke schon, das war die Demo. Die ist nur in dem Spiel drin, damit man sie nochmal machen kann. Das ist gut. Wir haben mit der Demo begonnen. Das ist gut. Das ist gut. Oder auch nicht. Aber ich glaube schon, dass es die Demo war. Bitte, ich unterstütze gerne Indie-Spiele. Überdacht mich aus. Okay, das Lachen kommt von da. Das Weinen kommt von da unten. Hey, das ist unsere Freundin. Hey, wie geht's dir? Alles okay bei dir? You can get out of this place. You have to get out of here. Take this key and leave. Now. Mysteriöser Schlüssel. Diesen Schlüssel hat Ira dir gegeben. Mysteriös. Ziel aktualisiert. Okay, ich ignoriere mal da. Hey, ich habe ein Foto davon. Sexy. Habe ich was Neues? Habe ich Fundstücke? Habe ich Tagebuch? Dieser Schlüssel von Ira soll mich irgendwo hinführen. Das ist extrem nützlich. Ah, kann ich jetzt hier vielleicht raus? Die Tee ist jetzt offen. Hey, wo ist das Haus hin? Alter Schwede. Okay. Ich weiß nicht, wo das Spiel speichert. Aber ich nehme mal an, es speichert hier und wir beenden den ersten Part erstmal. Das hat jetzt erstmal gereicht. Ja. Ja.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.